Wie läuft's? Schleppend. Scheinbar ist das Logo der Deutschen Bahn doch nicht so vertrauenserweckend. Viele lehnen ab, entsprechend Mimik. Aber es nehmen schon viele an, auch muss man sagen. 50-50. Ja, aber ich bin schon froh, dass ich schon bestimmt so 20, 30 muss. Ja gut, mein Stapel war auch viermal so dick. Ja, ich glaube, meiner war schon ziemlich langsam durch. Das haben schon ziemlich viele Leute. Ja, das wird noch mehr. Wir haben noch die Erfahrung, die Stuttgarter machen das erste Mal, aber hier in Köln kennt man sich doch aus mit Untertunneln. Ja, nicht? Ja, da kennen wir uns mit aus. Nicht? Ja. Und ich meine, selbst wenn der Dom ein bisschen schief wird, dann haben wir wenigstens mal eine Sehenswürdigkeit hier in schiefen Dom in Köln. Das macht doch auch was her, oder? Ja. Aber da sind sie auch dafür, ne? Wie? Der 11.11. ist schon vorbei. Ja. Die Session hat begonnen. Ja. Ja. Ja, das stimmt. Ja, aber wie lange ist das denn? Ja. Und vor allen Dingen, das kostet die Kölner alles nichts. Also, weil diese ganzen Bauflächen, sehen Sie die Nummern da, das sind die Bauflächen, die dann entstehen. Alles schon vergeben. Da reißen sich die Investoren um. Sie glauben es nicht. Das wird noch ein Fußgeschäft für die Kölner. Sie verdienen noch daran. Ja. Ganz bestimmt. Ja. Ist alles schon organisiert. Ja, aber wann ich damit anfangen? Das soll nächstes Jahr losgehen. Ja? Ja. Oder es könnte auch sein, dass sie doch erst noch die U-Bahn fertig machen müssen. Ja, U-Bahn, die geht vor. Aber sie glauben nicht, noch nicht ausgeschrieben und schon Angebote. Da reißen sich die Bauherren drum. Weil wer sowas macht, ne, ein Bahnhof unterm Dom durch, der ist weltweit gefragt als Bauherr. Ja. Die können sich nicht mehr retten vor Aufträgen. Ja. Sind wir mal gespannt. Was halten Sie davon? Bitte? Was halten Sie davon? Im Moment wenig. Warum? Aber weiß man nicht, ob das Wirklichkeit wird. Ja. Das ist schon genehmigt und alles. Also da gab es schon Bürgerversammlungen zu. Ist schon seit Jahren wird das hier in Köln diskutiert. Haben Sie noch nicht mitgekriegt? Nee. Aber das ist den Stuttgartern ja auch so gegangen. Die haben das dann ja auch erst ganz am Schluss mitgekriegt, als dann die Bagger vor der Tür standen. Das ist normal. Ja, das ist meistens so. Ja, man kriegt ja so viel mit, dann da geht das schon mal unter. Ja. Ja, das stimmt. Ja, deswegen stehen wir ja hier, damit Sie jetzt Bescheid wissen. Ne? Also. Und mit so einem Modell, da bleibt einem das ja besser im Gedächtnis, ne? Ja. Dass das dann kommen soll. Ja, mal abwarten. Ab die irgendwann machen wir das. Bitte? Irgendwann. Und Sie machen eine schönere Eisenbahn. Einen schöneren Bahnhof vor allen Dingen. Nicht? Also die Deutsche Bahn, haben Sie schon gelesen, haben beschlossen, wir machen das. Erstmal Obdachlose, Unterkunftsleben. Ja, Unterkünfte werden dann auch entstehen. Dann ist ja Platz hier unten, wenn der Bahnhof unten ist. Nichts entstehen, werden wir ständig rausschmissen. Ja, aber das ist ja natürlich die Chance. 10.000 neue Wohnungen. Lassen Sie Ihr Gepäck nicht ohne Aufsicht. Ja, wo man sitzt. Wenn man hier nachts mal sitzt. Ja. Und man hat keine Unterkunft. Ja, aber wissen Sie, der Bahnhof, den gibt es ja weiterhin. Das ist ausgeschlossen. Ja. Gelb, ja. Aber wenn der denn erstmal unten runter ist, dann ist das ja noch wärmer. Also, ich habe viele Freunde, die hier wohnen, die quasi hier verbleiben müssen. Ja. Also wissen Sie, das geben wir auch mal weiter, weil wir sind ja von der Deutsche Bahn ist ja offiziell, wir haben ja da die Verbindung zu. Kann man denn auch noch mal sagen, dass das doch in dem Projekt auch gedacht werden muss, ne? Investiert hier in Köln. In Deutschland mal die Augen geöffnet werden. Ja. Aber das finden wir ja auch richtig. Hier muss investiert werden. Auch mal den Leuten geholfen werden,
den Zierscheiße geht. Genau, das sind 10.000 Arbeitsplätze, die damit geschaffen werden mit dem Projekt. Ja, Sie haben recht. Wollen Sie verstehen, was ich meine? Ja, ich verstehe, was Sie meinen. Ja, klar. Oder? Ja, hier müssen wir investieren. Genau, hier in Kassel. Also, Sie was dafür viele Das wird dem Kölner Bürger nichts kosten, weil dadurch, dass der unter Druck verlegt wird. Ja, und der Fonds jetzt aber beschlossen, der hat sich über Stuttgart mit den Verträgen verlassen. Aber es wird dem Kölner nichts kosten, weil durch das Freiberg. Ja, also die Resonanz, Projekt K21, da müssen wir noch viel tun. Wir werden wahrscheinlich nächste Woche hier wieder stehen, damit endlich die Kölner Bürger gut informiert sind über das Projekt und nicht immer so ablehnen. Bitte sehr, informieren Sie sich. Mais ist sehr energiereich, der wird in der dritten Welt dann angebaut, natürlich Genmais. Und dann in einem klassischen ICE, sehr klassisch, verwendet. Ja, Nachhaltigkeit, oder verstehe ich jetzt was falsch hier? Und deswegen finanziert sich dieses Projekt selbst. Der Kölner muss dafür überhaupt nicht zahlen. Ich wollte sagen, das Problem ist, wir nicht. Ja, wir arbeiten noch daran. Aber sie werden es uns nachmachen, früher oder später. Gute Reise. Wie läuft's? Super. Es ist nur tierisch warm hier drin. Der Kölner an sich sollte mal darüber nachdenken, ob er nicht ein bisschen Energie einsparen möchte und weniger heizen. Aber das ist nur so... Ach, ein neues Opfer. Da kommen noch ein paar Pitches. Naja, vielleicht läuft es doch nicht immer so gut, aber... Kennen Sie ja auch. Ja, klar. Aber ich finde es trotzdem toll. Ja, aber das kann man natürlich auch so wieder hinkriegen. Atmosphäre kann man auch unter der Erde schaffen. Das geht ja schon. Ja. Und vor allen Dingen, was Sie denn oben an Platz gewinnen. Also Sie sehen hier in der Modell, sind die
jetzt so die verschiedenen Baufelder. Und das Gute ist, es wird wirklich nichts kosten, weil das ist schon alles vergeben. Die Investoren reißen uns das Gelände aus der Hand. Also tut sich was. Ja, ja. Also Arbeitsplätze, Parks, Wohnungen in bester Lage natürlich. Und der Dom kommt endlich mal aus dem Schatten auf Bahnhof. Ist ja auch mal was. Ja. Aber ich sehe das auch nicht so. Das steht nicht im Schatten. Ja, ich meine, diese schönen alten Hallen, das kann man ja stehen lassen. Aber dieses Grusel und so. Und immer diese Verspätung. Wir kommen 5 Minuten schneller nach Düsseldorf. Auch wichtig. 5 Minuten? Ja, ja, 5 Minuten schneller. Ganz wichtig. Okay. Habt ihr ausgelegt? Man muss den Dom verschieben, damit die Bahn durchfahren kann. Habt ihr ausgelegt jetzt im Infozentrum? Nee. Alles eine Frage der ein neues Projekt der Bahn, und zwar ist die Absicht da, den Hauptbahnhof unter den Dom zu verlegen, um den Standort Köln aufzuwerten. Würde eine bessere Anbindung überhaupt ans Netz auch möglich? Scheiße. Ja, das dachte ich auch gerade. Jetzt genommen. Ich muss sie ja gar nicht aufdrängen. Jetzt merkt sie es. Sie hat sich die Rückseite angeguckt, die Partei gelesen, jetzt merkt sie es. Dann schnell mal eben zu den Info-Dingen rüber.